Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die, Old Boy. Ich bin wieder zu Hause und bin in meiner kleinen Hütte. Ich werde jetzt hier mal erstmal ein paar Sachen ablegen, denn dann bin ich nicht ganz so überladen. Munition, noch eine Waffe. Können wir eventuell demontieren, die Waffe? Spritgläser. Sieht doch gut aus. Cash holt man mitnehmen, genau. Dann machen wir die Eier hier rein. Ich würde sagen, wir können uns was braten. Ich hoffe, es geht. Ich glaube, wir brauchen aber sonst noch einen Grill. Bin mir gerade etwas unsicher. Die anderen Eier holen wir nochmal raus. Die Gläser packen wir hier rein. Und das hier sortieren kann man. Sehr schön. Noch einen Kochtopf. Den packen wir rein. Den brauchen wir nicht. Dann schaue ich mal, was ich mir hier noch braten kann. Ja, da brauchen wir einen Cooking Grill, ne? Ne, Cooking Pot required. Ja, sehr geil. Das ist doch super. Können wir aber nur einmal machen. Dann brauchen wir 5 Fleisch. Okay, wir kochen es auf jeden Fall einmal. So, 14 Sekunden. Was können wir noch machen? Boiled Meat können wir mit einmal Wasser machen. Da haben wir aber nicht genügend von. Das heißt, wir müssen auch nochmal Wasser einkochen. Und normales Fleisch irgendwie. Da brauchen wir auch 5 von. Boah. Okay. Und da geht die Ausdauer wieder hoch. Das ist gut. Ja, schade. Ne, wir brauchen überall Wasser. Antibiotika können wir machen. Auch mit Wasser. Das ist ja echt schade. Warte mal, dann ziehen wir uns mal den Saft rein. Stamina, Water. Der gibt Stamina wieder. Wie sieht denn aus mit Wasser? Ich glaube, wir sind eigentlich 59. Na gut, dann ziehen wir uns den rein. Besser ist das. So, jetzt haben wir wieder volle Ausdauer. So, dann machen wir die Eier, das Fleisch da rein. Gut, den Stein brauchen wir, um Pfeile zu machen. Können wir eigentlich diese Einser-Pistolen, können wir die demontieren? Repair, equip, warte mal, wenn das so. Müssen wir wahrscheinlich auch was lernen, ja, müssen wir auch was lernen. Gut, dann heben wir die erstmal auf. Gut. Jo. Ja. Full Throttle. So, was ist hier? Das brennt sinnlos. Turn off, das können wir ausmachen. Das muss ja nicht sinnlos wegbraten. Da ist die zweite Nacht da. Ich würde sagen, wir machen das so. Ich mache jetzt einen kleinen Cut, weil nochmal die Nacht hier absitzen ist jetzt nicht ganz so spannend für die Folge, würde ich mal sagen. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, da ist er wieder zurück. Noch 2 Minuten, dann ist wieder Tag. Schwing, 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 schwing. Nacht rumgebracht. Schönes Wort. So. Wir bräuchten Wasser. Wir müssen uns einmal Wasser besorgen, dass wir grundlegend was zu trinken haben, weil es einmal sau heiß ist. Und wir müssen uns umschauen, wie wir hier weiterkommen. Also wie wir hier rauskommen aus der Wüste. Wir müssen nach Norden. Wir haben allerdings so viel Kran dabei, den kann ich nicht alles mitnehmen. Ich überlege gerade, ob ich das Wichtigste mitnehme. Das ist natürlich... Ich glaube, ich mache es erstmal so. Ich besorge jetzt erstmal Wasser, koche das ein und dann hinten rum oder darum. Eigentlich Schnuppe, ne? Ich glaube eher hinterm Haus rüber über den Hügel. Das ist auch flacher, das ist nicht so steil. Und dann suchen wir uns erstmal etwas. Was, schon wieder Hitze? Es ist 4 Uhr morgens, es müsste doch noch kühl sein. Okay, wir besorgen uns auf jeden Fall jetzt genügend zu trinken. Und dann hauen wir mal Richtung Norden ab und gucken mal, was wir dort finden. Und nehmen uns so ein paar Yucca-Drinks mit. Das dürfte uns einigermaßen abkühlen. So. Dann holen wir noch so ein bisschen Yucca-Saft. Und wir müssten irgendwie was jagen, dass wir Leder haben.
Hätte ich die Couchen? Ne, es waren keine Ledercouchen hinten, ne? Das waren ja. Oh, ein ganzes Auto. Gucken wir mal. Nein, haben wir schon gelootet. Das war halt Leder bekommen, dass wir uns einen Poncho machen können. Wobei ich nicht mal sicher bin, ob man nicht einen Poncho. Ob man den noch gar nicht craften kann. Nuka Juice. Bottle Water, gut. Müssen wir erst einkommen. Wie viel brauchen wir da? 2 pro Wasser. Das heißt, ich würde mal mindestens 4 machen wollen. Also ich sag mal 10 Nuka-Pflanzen. Dann hauen wir hier so. So. Wir müssen aus der Wüste raus. Definitiv. Ich will mir überlegen, ob ich das Wichtigste mitnehme oder dann nochmal zurückrenne. Das ist vielleicht ein Kochtopf oder so mitnehmen unterwegs. Allerdings, wenn ich dann sterbe, liegt der ganze Schüssel da oben. Ne? Wir kochen jetzt erstmal das Wasser ein. Boah. Geil, das aussieht. Krass. Das sieht richtig geil aus. So, ups. So, dann kochen wir das mal schnell ein. So, und dann können wir uns ein bisschen was an Yucca-Saft machen und dann müssen wir unterwegs einigermaßen abkühlen können. Ich glaube, ich lasse mal so ein paar Federn hier. Das ist echt zu viel, das ist Quatsch. 79 Federn. Kann die eigentlich den 250er Stack hier lassen? Die bastel ich eh nie zusammen. Dann müssen wir uns auf jeden Fall noch Federn machen. Oder ich gehe zum Händler und mache es ein paar Aufgaben. Dann erkunde ich ja auch so ein bisschen das Gebiet. Was haben wir hier? Das sollten wir uns auf jeden Fall angucken. Ups. Habe ich es jetzt aktiviert? Genau. Da ist eine. Wo ist die Quest jetzt hin? Ich habe Escape gedrückt und das Ding ist weg, oder was? Ah, warum habe ich zu schnell gedrückt? Ich Profi. Ich habe die abgebrochen, ne? Eieiei. So, die sind gleich durch. Und dann mache ich mich auf den Weg. Die Quest abgebrochen. Ach, Mist. Okay, ich laufe jetzt erstmal nach Norden, um ein bisschen das Gebiet zu erkunden. Und wenn nicht, nehme ich auf dem Rückweg noch den Händler mit. Und dann gucken wir einfach da, was der uns so bringt. So, dann craften wir jetzt ein bisschen Yucca Juice. Das sollte man vielleicht hier rausnehmen. Können wir das auch craften? Oh, wir können 9 Stück craften. Machen wir das? Ich heb mal 2 Wasser auf, weil wir haben ja einige Rezepte, die nur mit Wasser gehen. Könnte mir auch noch ein paar Eier machen. Ne? Dann mache ich 5 Stück lang. Und dann können wir uns eventuell hier noch so ein paar hartgekochte Eier machen. Ich habe 11 Stück. Boiled Egg. Weil das braucht 5, ne? Was wir nicht haben. Naja. Okay. Könnte ich 4 von den Dingern machen. Mach ich auch. Weil wir müssen was essen. Wir brauchen was zu essen. So, wir können mal... Jetzt hier drin auch zu heiß. Wie geil. Ich habe ja auch keine Klimaanlage hier drin. So, Ranged Weapon Damage. Kann ich den kaufen? Um 10%. Den kann ich noch nicht kaufen, gell? Das geht, glaube ich, erst ab Level 5. Warum ist das rot? Weil das schon erledigt ist? Wo kann ich denn was tragen? Lucky Looter. Looting is 10% faster. Nee, das ist nicht gut. Ich brauche mehr Gewicht da hier. 4 more items. Das nehme ich jetzt. Weil sonst bin ich permanent überladen. Ja, das ist gut. Das ist immens wichtig. Ich meine, der Schaden ist auch wichtig, aber im Moment geht es ja ganz gut. So, turn off.
93, 94, 95. Nehmen wir uns hier noch so einen Juckersaft rein. So, haben wir sinnlosen Kram dabei. Jo, ein leeres Glas, das kann hier bleiben. Die Tokens nehme ich dann mit dem Händler mit. Dann ziehen wir hier mal los. So. Wir brauchen auf jeden Fall Steine. Da kommen schon die Geier. Können wir uns nämlich noch ein paar Pfeile machen. Kommt der schon? Ja. Na, er will noch nicht. So, dann rennen wir hier mal die Straße ein bisschen hoch. Lassen den Geier Geier sein, denn wir müssen nach Norden. Wir müssen gucken, dass wir was finden, was wo es kühler ist. Wir müssen aus der Wüste raus. Sieben. Dann können wir uns hier noch ein paar Pfeile machen. Das ist halt super warm hier. Vielleicht hätte ich in der Nacht, na gut, in der Nacht rennen die Zombies auch Quatsch, ne? Oh, was zu essen, nice. Das ist immer gut. So, Westen, nee, nach Norden wollen wir, oder? Mist. Das war meine Chance. Kommt mir direkt entgegen, das Huhn. Okay. Oh, 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 was haben wir da? Ein Bogen? Ich glaube, das war gerade ein Kombanbau. Schade, kann ich nicht reparieren. Auf jeden Fall besser als das, was ich dabei habe. Der dürfte auf jeden Fall gut mehr Schaden machen. Gut, wir rennen mal nach Norden. Oder ich hätte mir doch den ganzen Kram mitnehmen sollen. Ach, was soll's. Oh, verbranntes Gebiet. Okay, verbranntes Gebiet bedeutet Hunde, ne? Aber keine Hitze. Hi, guten Tag. Ist dann ist Military? Nee, ist ein ganz normales Lager. Nee, ich muss erstmal gucken, was hier im Norden passiert. Ich muss jetzt das durchziehen. Dass wir hier, wissen, wo wir lang müssen. Wie geil die aussehen hier. Die brennenden Zombies flackern vor sich hin. Sehen echt cool aus. So, danke, mach's gut. So, ich würde sagen, wir sprinten durch. Oh. Geil. Eine Hütte. Ob wir die leer machen? Nee, erstmal Gebiet erforschen. Wo ist schön? Ich weiß halt auch nicht, wie Neviscane aussieht. Ich hätte mir mal eine Karte vielleicht vorher angucken sollen, wie es in Neviscane jetzt aussieht. Wenn es da schon eine aktuelle gibt. Oh, ja. Ja, Wolsen. Oh ja. Oh ja, danke. Okay. Wie sieht's aus mit Essen? Alles gut. Oh, schön. Nadelwald. Hier will ich hin. Jetzt hört es hier auf zu regnen. Jetzt suchen wir uns hier eine schicke Hütte. Das
Ich dachte, jetzt sofort umgelegt. Guck mal, da vorne. Da kommen wir doch hier nach Dearsville, wie hieß das? Ich weiß nicht mehr, wie die Stadt hieß. Jawohl, der Bogen, der kann was. Oh, hat überhaupt keinen Fall übrig gelassen. Das sind geile Bäume hier, oder? Cool. Die XP nehmen wir, glaube ich, mit hier. Mist. Auch wenn der Bogen so langsam kapeister geht, ist der meines Erachtens, dann müsste ich gleich mal den Schaden. Oh, ich gleich mal den Schaden vergleichen. Oh, was ist denn los, alter Mann? Meine Pfeile wieder. Müssen wir mal ein paar Steine besorgen, oder? Dearsville, ja, sag ich doch. Welcome to Dearsville. So, ganz kurz mal den Schaden vergleichen. Range Damage 32. Wo ist mein Billo-Bogen? 25. 45, 800. Genau, da sieht man es ja auch. Das, der hat ja so ein Stärke-Vergleichssystem. Auf jeden Fall ist der besser, ja. Den nutze ich jetzt, solange ich hier noch nicht so ausgeskillt bin. So, wir müssen uns ein paar Steine besorgen, damit ich ein paar mehr Pfeile machen kann. Und dann zoomen wir uns hier eine schöne Hütte in Dearsville und ziehen erstmal um. Aus der Wüste raus. Lege ich auch hier einen Schlafsack, würde ich sagen. So, die ist kaputt. Modify Repair. Ach, ich mag Seven Days to Die irgendwie. Irgendwie habe ich voll Bock auf dieses Spiel. Das ist irgendwie... A, ist vieles neu. B, habe ich es lange nicht mehr gespielt. Und auch dieses Solo-Let's Play macht mir wirklich Laune. Auch wenn ich gerne mit Jackie und Spielekaiser und so weiter spiele. Aber da ist es halt unheimlich schwer, die Zeiten zu finden, gemeinsam was zu machen. Vielleicht gibt es ja noch, wenn ihr diese Folge seht, schon ein gemeinsames Let's Play mit dem Fleischhammer. Eventuell gibt es da was mit Seven Days to Die, das müssen wir mal gucken. Leider jetzt erstmal hier so ein bisschen Steine besorgen, damit ich noch ein paar Pfeile craften kann. Was könnte ich eigentlich derweil schon mal machen? Geht okay. So. 72 File incoming. Oh ja. Steinhaus denn? Was ist denn das für ein Gebäude? Was haben wir denn? 7 Uhr, wenn wir noch richtig früh. Geil. Der war an seinem vorliegenden Sportler. Deswegen springt er gern. Der Bogen ist auf jeden Fall besser, um Headshots zu verteilen, weil du diesen Punkt hast. Guck mal, gleich haben wir schon wieder Level up. Eingezappelt. Hör mal auf. Ich finde es übrigens gut, dass die Funpams nicht diese Anzeige reingemacht haben, wie viel Energie noch ein Gegner hat. Das wollten sie. Das war ja mal so geplant, wenn ich das richtig weiß. So, Dearsville. Che. Was ist denn das für ein fettes Gebäude da bitte auf der rechten Seite? Das ist ja der Hammer. Sieht sowieso irgendwie richtig cool aus. Und wir gehen die FPS in den Keller. Merkt man richtig. Das ist das Krankenhaus.
Oder? Nee, Poppen Pills. Doch, 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 das ist das Krankenhaus. Natürlich das Krankenhaus. Krankenhaus will ich, glaube ich, nicht wohnen. Das ist mir ein bisschen hart. Wobei auf dem Dach wäre man schon recht sicher, ne? Ach, das, ja, ich erinnere mich. Mit seiner Dipti zusammen und da war noch Jack und dann haben wir doch hier in einem Krankenhaus da hinten gebaut, an dieser Kante. Ah, shit. Das ist Flashback gerade hier. Ganz schön duscht da. Open Pills. So. Ausgescreenshottet. Über Leichensäcke. Kann ich das mitnehmen? Nee, dich flackerndes Ding will ich sowieso nicht mitnehmen. Ich glaube, in der Leichenhalle ist jemand aufgewacht. Alles gelootet. Oh. Hi. Die müssen wir mal ganz kurz rauslocken. Na, Schwester? Und Level up. Level 5. Geil. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich durchlooten können. Ob ich mir jetzt schnell mal eine Kiste hinstelle, meine Taschen leer mache und einen Schlafsack setze? Bis weg. Ja, mache ich. Jo. Okay. Schlafsack haben wir auch. Das heißt, wir werden hier spawnen. Das sieht doch ganz gut aus. Da will die Lady durch die Scheibe. Ich bin in Dearspell, ich werde mal ein bisschen das Krankenhaus looten, dann suchen wir uns eine schöne neue Basis, in der es nicht ganz so warm ist wie in der Wüste. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.